Ich meine, jeder Renner ist in Mina das schon ein Kerl mit einem Tisbus gefahren. Was das alles mit sich bringt, so ein großes und wichtiges Entreprise zu führen, war sich Lena und Sam ein Kerl gucken. So hat sie auch die Gelegenheit genutzt, für mal zwei von den Leuten, die es auch all daran schuld fahren, zu schwätzen. Mein Hund abends vom Tisch mir genähnt Lob geholt herausfand, dass mir der 100 stößt, wie ihr meint. Dafür haben wir mit Steve Arendt von der Administration geschwätzt. Was stößt 100 den neuen Bildschirmen, die an den Busse hängt? Mit den neuen Bildschirmen haben die Leute an den Busse gesehen, dass am Anfang einige Moment von dem neuen Telematiksystem, die landesweit werden an den Busse dran sind. Das ist ein neues, erstens mal ein Ticketing-System, der kennt den Ego, den momentan an den Bussen dran war. Also eine neue Version Ego Plus heißt die. Das heißt, die Leute kriegen einen neuen Chipcard, die sich am Anfang am Bus anloggen. Und dann hat das System, also ein GPS-System, den die Leute darüber informiert, wo ist der Bus effektiv drin. Sie sehen auf dem Ekran, bei welchem Arena das sind, auf welchem Arena das drunter kommen. Alle Betreiber hier im Land, also auch Staaten und Privatbussen, sowie den CAWL werden selbst das System kreieren. Das ermöglicht die Leute bei der Mobilitäts-App zu gucken, wie der nächste Bus auf welchem Arena kommt. Damit können sie Verbindungen planen, weil auch Verspätungen mit Agarraschen gehen. Wie entsteht ein neuer Linie, die dort zur passenden Horäre? Wir sind ein Syndikat von Ningemengen, das heißt, wir vertreten noch dann die Interesse von den Leuten, die auf den Ningemengen wohnen. Wir probieren die Besuchen, die die Leute auf den Ningemengen haben, mit dem Angebot, das wir anbieten, zu erfüllen. Zum Beispiel die Linie 15, die hier entstanden ist, die also aufgrund von wo Feierdemanden kommt. Und die Linie gebaut an Hinsicht von der Development von Bellwald mit der Uni, aber auch auf dem Mann von unserer Gemeinde Esch, von unserer Gemeinde Süßen und von der Gemeinde Kirche. Die Linie, die muss auf einer Linie getakt gehen, natürlich die Linie 3, die geht dann auf die Linie 3 versät, muss aber auch gucken, wenn ich kommen sich. Das sind Feierlisschen, die auf der Linie hängen, wenn ich in der Schule und dann aus und probieren wir aufgrund von all den Parametern einen Takt zu führen, den wieder passt. Wie war das denn Ziel vom Ministerium aufhängig? Wir sind erstens finanziell vom Ministerium aufhängig, das heißt, den Gruf von unserer Linie als subventioniert, die wir den Konvention immer am Staat tun. Und das heißt, der Staat zählt, kann in so ein zwei Drittel am Fang von der Linie. Wir meinen aber so, dass wir dem Staat da proposieren, mit wegen Morech, mit wegen Gefährten mehr auf der Linie fahren. Das Ministerium wird man durable. Und Gemengen müssen natürlich auch hier nachgucken. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel im Prinzip zwischen den neun Gemengen vom TIS und dem Staat. Wir haben zwei Buschhofer und dem Isabel Antoni und dem Mark die Frage über die Arbeit geschwart. Wie lange fährt der schon Bus? Fährt der Meilin oder mein Schulbus? Ich bin am 9. Jahr Buschhofer und am Anfang Meilin. Wir haben uns auch Schüler hier. Das ist 14 Jahre, wo ich beim TIS bin. Und am Anfang fahren wir alles. Ich fahre einen Schüler, ich fahre Linien, ich fahre Citybus. Bei uns ist das hier ein bisschen alles durchgenommen. Für was Sie da gerade Buschhofer gehen? Wie Sie da drauf kommen? Wir sind drauf gekommen, weil mein Papa Buschhofer war. Und mein Papa war schwer krank gehen und wollte ich am Anfang meinen Papa seinen Beruf machen. Ja, am Anfang war ich hier drin Dachdecker. Und ich bin drauf gekommen, weil ich ein sicher Platz ist. Und weil der Verdienst natürlich auch viel besser ist. Und auf die andere Manier, weil es der Ewer hier so ein Schlummel der Nächsten in Herr am Meister Bass. Du weißt, wenn du den Quad mal ins Holz willst fahren. Das Beste zu fahren ist, wenn es den Weibisch dann stehen muss. Also auch keine, die Weibs heute dazu da sieht. Was gefällt dir schon am Beruf für was? Ich fahre gerne Bus, ich gehe gerne im Verkehr, da draußen mit den Leuten. Und das macht mir Spaß. Dann auf keinen Fall, am Anfang, wo du hörst als Buschauffeur. Und das ist etwas anderes, dass so ein Schlummo wie an einem Büro zu sitzen, wo du nicht mehr permanent für einem Computer sitzt. Du hast viel Umgang mit den Leuten. Wo zwar nicht immer positiv ist, aber meistens einfach. Also das war ein ganz flotter Beruf. Wie fährt denn der Arbeitsthema? Am Bus oder am Auto? Leider am Auto. Ja, das ist also ein schlechtes Ruhe, schlechtes Beispiel. Ich fahre mit meinem Auto. Ist das viel Umstellung vom Bus auf dem Auto? Am Anfang ist es schon ein bisschen die Umstellung. Wir haben auch gedacht, am Anfang eine Routine. Dann ist das am Anfang nicht mehr so schlimm. Das möchte ich dann am Anfang wie mit dem Auto fahren. Also das schon mal etwas Witziges, Interessantes oder Komisches an einem Bus geschieht? Aber witzig ist am Anfang schon geschieht, dass ich gedacht habe, wir kommen am Bus. Und die Lauten ausgemacht, das Radio voll abgedreht, angefangen mit Sangen, dann bin ich dann Ping! Und dann guckt ihn an den Spiegel an, oh, merk, du warst noch in da. Ja, wenn du mal schon vorgekommen bist, dass eine Frau rausgekommen ist mit der Pusse, hat man kann. Und nur, wie sie rausgekommen ist, war sie schon da draußen und die Pusse hat nach der Bahn. Aber hat die Frau Gott sei Dank noch am letzten Moment gemerkt. Aber das ist eh von ein paar Dingen, die ich so erlebt habe. Ja. Was schon für Ressourcen nicht zu Wort kommen? Oder die Schüler oder so, die Leute bleibst du so?
zu Wort kommen, nee, kommen sie wirklich nicht mehr. Ich fand, die Leute müssten mehr Moje sagen, Merci sagen, einfach die, all diese Sachen fehlen ganz viel hier. Und das ist am Anfang ganz schön. Ich meine, am großen Ganzen Schüler oder Leute, ich denke, das ist einfach ein bisschen Respekt. Wir haben viele Leute, die rankommen mit dem Telefon und Mauer. Ohne Moin zu sagen, einfach lernen zu gehen. Ich meine, das ist einfach ein gegenseitiger Respekt, der muss da sein. Vis-à-vis vom Schofer. Und das ist am Anfang all das, wo ich will drüber gehen. Und bei den Schülern vielleicht hören sie mal ein bisschen Männer. Kann man die Männer die Bussen aufrappen und dann geht das doch schon besser. Was sind denn vier Vorteile für seinen sozialen Beruf? Die Vorteile, wie gesagt, dass ich ein bisschen alle Schicht von Menschen hier mitmacht, mit erlebt, in Kontakt mit ihnen könnt. Richtig Vorteile gebe ich am Anfang nicht so, dass ich sie hört. Vielleicht einfach von dem Punkt aus, dass wir hier einfach auf Schicht arbeiten, wo doch mal deals halb rein, eine Uhr geht, bis ich fertig ist, Feierdienst arbeiten, Sonntag arbeiten. Aber ich meine, das ist auch ein anderer Beruf. Und wir wissen das, wofür wir ran. Und muss ich eben akzeptieren. Nachteil ist ein bisschen immer am Stress, immer am Verkehr, immer an einem Stau. Das sehe ich als mehr negativ, mehr. Das gehört zum Beruf dazu. Was sind die Voraussetzungen für Buschauffeur zu gehen? Die Voraussetzungen sind ganz einfach. Da muss ich noch mal sagen, wir haben einen aufgeschlossenen Neuwärm. Natürlich 21 Jahre für den Busführerschein zu machen. Busführerschein, wenn ich den hört, muss ich warten, bis hier Posten ausgeschrieben gehen, wo ich mich drauf melden kann. Und dann natürlich danach, da geht das über Examen. Mal den ersten Ausstellungsexamen, dann noch über den definitiven Examen. Kann all Buschauffeur alle Art von Bus fahren? Ja, also ich meine, im Moment sind wir heute Schauffeur alle gut. Und ob das die Kleinbusse sind, die 12 Meter Busse sind, oder ob das Gelenkwien sind, als Schauffeur kann das fahren. Mittlerweile sind wir gewinnt, dass ich bin. Die Leute sehen den Bus nicht mehr so Gelenkbus, das sind 80 Meter. Da meinen die Leute immer, das wäre so ein riesen Baby, so ein Lomol. Die Gelenkbusse gehen am Anfang mehr geholfen, für die Schüler sich zu gehen, weil wir da eben bei der Schule fahren und da mehr Platz brauchen. Wir alle Schufer können aber alle Bus fahren. Sieht der Buschauffeur als typischer Männerberuf? Am Anfang fand ich nicht mehr, dass der Männerberuf war. Das war mein Männerberuf. Wir mittlerweile haben wir 19 Frauen von ungefähr 270 Männern. Und ich fand den Tendenz steigend. Der Jean-Paul Campbell ist die neue Busse 4 gestellt. Mit November haben wir 12 neue Gasbusse gekriegt von der Firma MAN. Das sind Standard 12-Meter-Busse, wie man da 80 insgesamt beim TIS holen. Der Motor, das ist ein 310 PS 6-Zylinder-Motor, an den entspricht der neueste Aufgasnorm Euro 6. Was macht ihr für die Umwelt? Das geht un bei den Gefährten. Ich meine, das ist das erste, was die Leute bei uns sehen als Gefährten. Wir gucken darum, ob der neueste Stand von der Technologie sind. Euro 6 ist das höchste Kriterium, den man einen Bus kann erfüllen. CO2 wird immer gefragt, was den, der Verbrauch von den Bussen in den 7% niedrig wird. Erstens an CO2 manageriert und auch natürlich für uns Fremden. Was spezifisch ist bei uns, wir haben einen Teil von unseren Standardbussen, die 12-Meter-Bussen, die mit Gas betrieben. Zumal die Ente sind halt selbst die das ist der Weise, Busse zu betreiben, möchte praktisch CO2-neutral. Es geht aber auch noch mehr weit. Der Strom bezieht sehr Solaranlagen, auf die hier Waschanlage wird größtenteils rum verwertend Wasser benutzt. Da muss nur noch ein kleiner Teil frisches beigemacht gehen. So, da dann von die Groß, wenn du siehst, von der Umwelt hier, die Großkonsumateure, die wir haben, Diesel auf dem Minimum reduziert, Biogas, Wasser und der Strom am Anfang umweltfreundlich produziert, wird dann noch angesagt.